Wer den FC Barcelona aus dem Wettbewerb schmeißt, der wird auch West Ham United besiegen können. Aber die Betonung liegt auf können. West Ham geht diesen Wettbewerb sicherlich ganz anders an als der FC Barcelona. Und Frankfurt ist hier sicherlich gewarnt. West Ham mit der ersten offensiven Annäherung. Hinteregger, der heute vorangehen muss, schmeißt sich rein und kann erstmal Schlimmeres vermeiden. Es war ein stürmischer Beginn. Der Gastgeber Frankfurt musste sich kurz schütteln, fand dann aber auch in sein Offensivspiel. Boré holt hier einen Freistoß im Mittelfeld raus. Der wird von Kostic reingetreten. Kamada kommt auch mit dem Kopf ran. Zumindest mal eine erste Annäherung, auch wenn es natürlich nicht richtig gefährlich wurde. Zu dem Zeitpunkt Frankfurt die bessere Mannschaft. Boré, Lindström. Ja, Lindström, ein überragender Fußballspieler, auch wenn das jetzt keine hundertprozentige Torchance war. Der vergibt doch ziemlich viele hochkarätige Möglichkeiten. Hier scheitert er knapp. Und jetzt flote es bei Frankfurt. Philipp Kostic. Vielleicht der entscheidende Matchwinner gegen Barcelona gewesen. Und hier kratzt er ganz knapp am 1:0 vorbei. 0:0 nach 45 Minuten. West Ham hatte den besseren Beginn. Frankfurt übernahm und hätte sich sicherlich die Führung verdient gehabt. Durchgang Nummer 2. West Ham United musste jetzt mehr machen. Und das taten sie auch wieder zu Beginn der Halbzeit. Die Chance aber glänzend gehalten von Kevin Trapp. Toll, diese Reaktion. Ein extrem wichtiger Rückhalt natürlich. Kann den gerade so noch rauskratzen. Der war wirklich nicht leicht zu halten. Dann wieder Frankfurt. Auch West Ham United fehleranfällig. Schlecht rausgespielt. Boré. Aber Areola hat den Ball. Er wehrt ihn zur Seite ab. Danach wird das Ganze geklärt. Aber diese Chancen, sie waren da. Es war ein offenes Spiel. Es kristallisierte sich kein Favorit dabei heraus. Frankfurt nochmal von hinten raus. Boré und Kamada, der den Ball hier aber verliert, kurz vor dem Abpfiff. Das kann tödlich werden. Die Chance für West Ham, spät noch in Führung zu gehen. Aber sie haben eben Kevin Trapp, die Frankfurter, der diesen Schuss hält, auch halten muss. Und damit auch das 0:0 festhält. Also alles offen für das Rückspiel. Die Vorzeichen sind völlig offen. Aber jetzt hat Frankfurt natürlich den Heimvorteil.